Vielen Dank, Matthias von Hermann. Ich kann Sie nur bestärken. Unterschreiben Sie die Briefe an Herrn Föhl, für die auf dem Platz und an den Innenvorständen Unterschriften gesammelt werden. Denn wir stehen hier auch für die Forderung, dass politisches Handeln und der Verwaltungsspitze transparent und öffentlich sein muss. Und damit hat ja auch unser Finanzbürgermeister so seine Probleme, wenn er nicht dazu gezwungen wird. Das letzte Beispiel war ja eklatant, wie er die Bahn aus ihren vertraglichen Verpflichtungen auf dem A1-Gelände drüben eine Kita auf eigene Kosten bauen zu lassen. Während stadtweit Kita-Plätze dringend gebraucht werden. Und der Ablass, den er dafür von der Bahn gefordert hat, der ist so unnachvollziehbar bescheiden gewesen, so unterwert, dass sogar die Stuttgarter Presse das kritisiert hat und der sogar der SPD sauer aufgestoßen ist, der bekanntermaßen die Millionen, wenn es um Stuttgart 21 geht, ziemlich locker sitzen. Vielleicht hat ja der Herr Finanzbürgermeister die Finger hinter dem Rücken, als er bei seinem Amtsantritt die Finger hinter dem Rücken gekreuzt, als er zum Wohl der Stadt und auf ihre Bürger verpflichtet wurde. Und liebe Freundinnen und Freunde, das wäre doch jetzt, nach der Ansprache an den Herrn Föhl, die richtige Stelle, um mit Herrn Bernhard Völker, diesen Herrschaften, die wir gar nicht vornehmen, aber nicht unberechtigt gerne Lügenpack nennen, in ganz höflicher Form unser Misstrauen auszusprechen. Bitte schön, Bernhard Völker, der Erfinder dieses ganz besonderen Misstrauensvotums.